So, moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir sehen einen kleinen Reibkopfknaller-Vergleich. Der Reiber nach deutscher Tradition von Nico gegen den Reiber von Pyroart mit 20er Zündbrett, wo wir auch dieses schöne Reibbrett her haben. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme oder auch nicht. Obala, das würde ich doch auftreten. Ein bisschen was. Ja. War ganz schmackig. Ist der von Pyroart. Oh. Ungefähr gleich. Machen wir nochmal einen von Pyroart. Der war jetzt leiser. Man hat die Visco richtig gehört. Also der von Nico war auf jeden Fall deutlich besser. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und wenn ihr einen Reiber kauft, dann den von Nico, weil der ist irgendwie lauter. Bis dann und schaut mal wieder rein.